Und los. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Let's Play. So, jetzt müssen wir noch aufzählen, wer mit dabei ist. Mit Plan B LP und Sny Gaming und das gerade eben war der Mickey von Sny Gaming. Genau. Von Plan B LP. Der hier auch bekannt ist als Diego Sid und nicht Diego CID, wie ich es aus Versehen gelesen habe. Der hier steht und. Hast du ein Dortmund-Trikot an? Nein. Okay. Er ist auch ein bisschen Bayern Phantom. Mhm, ja. Aber dann das gelb-schwarze hier, ich würde rennen, wenn ich gut wäre. Ich habe ein Messer in der Hand. Nein, wir machen jetzt hier oben weiter. Wir müssen gerade noch so ein bisschen verteilen, weil jetzt auch der Teacher mit dabei ist. Der Nils ist auch mit dabei. Hallo Nils. Hallo. Ich mach mein Haus hier hin. Sebastian ist wieder am Start. Dennis kommt erst später, der muss noch arbeiten. Ja, und wir wollen jetzt besprechen, gerade wer gerade wo sein Haus baut. Wo baust du dein Haus? Hier. Hat sie gerade beschlossen. Das ist doch nicht da oben. Aber wir können ja euch mal kurz eine Rundführung machen. Kommt mal alle mit. Also die ganzen Aufnehmer aufnehmen, tut nämlich der Marcel. Ich weiß jetzt, wo ich mein Haus baue. Der Sebastian, damit die Neuen kurz verstehen, wie die Regel ist, was wir hier eigentlich vorhaben. So, mein hier ist Haus. So ein kleines Rathaus-Lagerhaus, wo wir alles bisher gespeichert haben von uns. Was ein bisschen Schaden genommen hat. Ja. Als ich. Es kommt vielleicht voll gleich klein. Noch der Mark alias Shepard von uns. Der ist auch noch gerade am Arbeiten, aber ist auch schon auf dem Weg nach Hause. Und der hat hier das Haus kaputt gemacht, als wir den nämlich auf den Berg hier hingeführt haben, ist ein Creeper hier explodiert. So, dann hier das Haus. Umdrehen, Kinders. Umdrehen! Das hier ist vom Sebastian. Wo bist du denn? In das Haus reingegangen. Das wird das Haus. Das wird das noch, das, ja. Und deshalb, wenn ihr das schon so seht, hier ist an der Seite eigentlich noch ordentlich Platz. Also zwei Häuser kriegt man hier eigentlich noch hin, locker. Also, ja. Also ich wollte hier eine schöne Terrasse machen mit Ausblick. Ja, trotzdem kriegt man hier zwei Häuser noch hin. Gehe ich davon aus. Wir können auch die ganzen Bäume abholzen. Nein! Wir pflanzen die immer und abholzen die immer. Für ein Baumhaus. Okay, dann musst du sagen, wo. Okay, kommt mal mit. Das kann da hin. Ja, das kann doch hier eigentlich hin. Machen wir die Runde kurz zu Ende. Das Haus hier, was auch zur Hälfte weggesprengt wurde. Wer hat denn hier die Tür bei mir reingebaut? Keine Ahnung. Also ihr wart hier auf dem Server gewesen, als ich nicht da war, weil das habe ich hier nicht hingesetzt. Und cool, das hier ist mein Haus. Ich war das letztens. Ja, ist schön. Hey, das sieht aus wie ein Haar. Ja, und hier neben das Haus, das ist vom Marcel, wo es schon die Terrasse gibt, da können wir auch mal kurz reingehen. Sag mal, hast du auch schon weitergebaut, ohne dass wir da waren? Nein. Ich war nur einmal kurz auf dem Server. Weil sonst ist es vorbei mit der Kooperation hier. Das Ende nah. Ja, und das war's eigentlich alles. So, jetzt können wir mal die neue, hier auf dem Haus vom Marcel, können wir die neue Lagebesprechung machen. Wer wo? Wo ist Nils eigentlich? Der ist unten bei euch irgendwo. Den haben wir verloren. Ja, der also kommt gerade hoch. Das Grundstück, was da hinten schon ausgehoben ist, das ist wie gesagt vom Dennis. Das hat er schon vorbereitet. Deshalb, jetzt müsst ihr euch verteilen, der... Nils, Hatice und der Diego. Will hier mein Baumhaus bauen. Also der Mickey, die können sich hier hinbauen, wo sie Hatice wollen. Hatice könnte ja Baumhaus zum Beispiel hier neben Tim machen. Zwischen Tim und mir. Ja, auch mal kurz zeigen, wo da, ich meine. Da stehen ja schon schön Bäume eigentlich auch. Ja, dann mach ich's da. Ja, weil da könntest du dein Baumhaus wirklich, wenn du Bock hast, hier hinsetzen. Ja. Warte. Auf das hier, dann holzen wir das ab jetzt nicht mehr ab, was hier unten ist. Und Diego, warst du, Mickey? Ach, Diego, ist einfach flotter als Mickey. Sorry. Wo willst du gerne deine Bude hinsetzen? Vielleicht da hinten bei der Straße. Sag mal wo, geh mal hin. Wir sind gerade hinter dir, Alter. Da hinten. Okay, weil wir wollen uns hier so oben so eine kleine Stadt hinbauen, ja, so was Nettes, ja. So ein kleines Dorfland. Wir haben darauf geachtet, dass die Zombies und so weiter alles eigentlich nicht hoch können. Hat noch nicht hundertprozentig funktioniert. Also hier könnte man auf jeden Fall zwei Häuser hinsetzen. Ja, Nils, willst du auch dein Haus hier noch mit hinsetzen? Weil hier ist noch genügend Platz für zwei Häuser, ist meine Meinung. Wir können ja sogar den diesen Wall hier noch erweitern. Ja, den kann man, theoretisch kann man noch ein bisschen Erde. Wir haben ja im Rathaus noch ganz viel Erde. Da können wir, das heißt, wir können hier alles noch viel höher setzen hier. Auch Brot? Sorry, Tim. Okay. Also, dann heißt hier jetzt, wo er weitermachen kann. Wie gesagt, Sebastian und Marcel nehmen auf, irgendwann nehmen auch mal andere auf. Das heißt, ab jetzt kann jeder anfangen. Nils, kommst du damit klar, ein eigenes Haus zu bauen oder möchtest du erstmal Sebastian oder so helfen? Wobei? Ich würde lieber helfen. Ein eigenes Haus ist aber auch cool, Nils. Ja, das kann man ja danach. Dann hilfst du mir ein bisschen, Nils? Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich bin ja auch noch nicht so weit. Ein eigenes Haus zu bauen, ne?
Und danach können wir ja beide für dich ein Haus bauen. Ja. Kann mir jemand mal ein Schild geben, bitte? Ein Schild? Ja, ein Schild. Ach so, ein Schild. Ja, ein Schild. Aber hier oben hier. Fällst du mir nicht mehr ab, oder? Nur noch außerhalb vom Berg sozusagen. Also ich würde sagen, da hinten, wo Miki und Nils vielleicht bauen, oder der Marc, sag mal, Marc baut dann da, ja? Hey, geh weg, Tim. Da hinten kann doch abgeholzt werden. Auch hier vor Sebastians Haustür, die Bäume können das, doch das auch... Kann alles, das kann alles abgeholzt werden, aber ja. Ich denke mal, das hier, diese Bäume, die direkt zwischen Sebastian und mir liegen, die bleiben mal, weil halt Tietje will da ihr Baumhaus genau. bauen, ja? Genau. No. Okay. Ich habe die Bäume ja hier eh gepflanzt, damit ich was fürs Dach oben hab. Ne? Ja, eben. Ja. So, ich muss mich jetzt mal hier. Warum ist das Rathaus so klein? Rathaus? Warum Rathaus? Also da ja, wir nennen das nur Rathaus. Das ist kein wirkliches Rathaus. Also da sind einfach nur Sachen von uns drin. Genau, oder? Das ist einfach nur so ein Mittelpunktshaus, sag ich mal, wo wir ein kleines Lager haben, wo wir... Keine Ahnung. Das ist doch voll klein, Kinder. Ja, reicht doch aus. Hat man eigentlich Eigentum, also so jetzt wie Eisen oder sowas? Oder ja, ich denke mal, wir sind erstmal so eine Gruppe, die teilt, oder? Ja. Ja, ich würde dann so machen, dass vielleicht Diamanten, die kann man dann für sich machen, aber Eisen kann man ja teilen. Ja. Das ist, denke ich, vernünftig so. Aus, okay. Ja, das mit den Schildern ist vielleicht gar nicht mal so eine blöde Idee. Was habe ich jetzt eigentlich noch? Ich brauche unbedingt Holz. Ist das okay, wenn ich den Berg ein bisschen aushole? Ja, nach innen oder was meinst du? Nach unten sozusagen. Nach unten. Klar, ja, klar. Das mache ich auch. Das hat Dennis ja auch schon gemacht. Der hat ja auch schon nach unten gebaut. Ja, ich habe ja auch schon nach unten gebaut. Oh. Ich baue nach oben. Dann kann ich schon mal hier im Rathaus vielleicht so ein... Nils! Okay, wir sollten wirklich schnell Fackeln weiter hier oben. Ach, da ist deine Werkbank. Ja? Pack deine Werkbank mal ins Rathaus, Nils. Ja, man kann auch eine eigene haben bei sich. Das ist auch erst in Ordnung. Da muss man nicht so viel rennen. Das habe ich nämlich auch jetzt gerade gemacht. Weil mich das... Wo sind denn die ganzen anderen Truhen hin? Ja, da waren hey, okay. Keine tja, Decke springt. Akazienholzbrett, oh, hier, ja. Das sind meine. Das sind meine. Wo bist du denn? Hier, ich bin neben dir. So. Dennis hat sich hier auch schon was eigenes gemacht. Nils! Nein, Nils! Was denn? Jetzt muss ich die alle wieder abbauen! Du musst einfach nur Q drücken! Ach so, ja. Oh. Dennis hat sich hier schon was vorbereitet. Skill und so für seine. Aber so mit mehr Personen macht das auf jeden Fall schon mal mehr Spaß. Mein echt? Gott. Es geht so. Nein, nein. Macht natürlich Spaß. Nils, nur mal zum Verständnis. Wenn du irgendjemandem einen Gegenstand übergeben willst, ja, ich weiß. Kannst du das entweder per Kuh machen? Denn hier? Wie machst du einen Keller? Lange nicht mehr gespielt. Oder du gehst ins Inventar mit E und ziehst die einfach per Drag and Drop raus. Wie gesagt, mein Haus wird nicht ein Haus aus Erde. Das ist jetzt nur provisorisch, damit ich so ein Ding... Ich muss mal Holz holen. Ja, wir haben... Wir haben ja genug, ne? Vor meinem Haus. Was darf ich denn wegmachen? Ja, alles was... Du baust doch da dein Haus. Ja, aber ich brauche hier ein paar Bäume. Es wird ja nicht nur ein... Ja, deshalb musst du das entscheiden. Das ist ja das, was ich gerade sagen wollte. Du musst entscheiden, was du abreißen willst. Was soll dein Baumhaus sein und was nicht? Du kannst... Ich kann jetzt hier keine Markierung machen oder so, aber... Nee, aber du kannst doch einfach abreißen. Das, was du brauchst. Ja, aber ich kann doch nicht einfach jetzt sagen, Sebastian, gut, vor deinem Haus, reiß ich jetzt ab. Ja, mach kannst oder du machen. Doch, klar. Das ist so. Ich habe das nur, also, nur gebaut zum Verwerten hier. Das soll dann nicht bleiben. So. Alles gut. Wir pflanzen die Bäume immer hier oben noch mit an. So. Damit wir noch ein bisschen was haben zum Abbauen. Genau. Denn dieses Akazienholz. Das ist das Holz, was du da siehst. Genau. Das ist Akazie.
Ihr könnt auch ruhig immer weiter neue sitzen hier oben, hat den Vorteil, da müssen wir nicht dauernd runtergehen, wo die ganzen Monster sind. Und wenn Tag ist, wäre es gut, wenn wir mal irgendwie auf Jagd gehen nach Wolle. Ja, wir brauchen dringend Betten. Ja. Jetzt brauchen wir ja schon ein paar mehr. Yep. Wir können auch Spinnen töten. Das können wir ja. Ach, mit Spinnen kommt man auch an Wolle? Ja, die trocken Seide und aus vier Seide kannst du ein Wolle machen. So, ja. Okay, das wusste ich ja schon auch nicht. Ah, wusste ich auch nicht, aber gut. Ja, auch nicht mit den Profis zusammen. Also nur Sebastian spielt jetzt schon ein bisschen länger Minecraft, oder? Was ist mit Tieren, wenn wir keine Tiere haben? Hey, Sodomie unterstützen wir nicht. Aha. Nee, und Hunde will ich hier gar nicht haben, wenn irgendeiner wieder anfängt, Hunde zu halten. Ich will aber, kann man auch Katzen haben? Ja. Ja? Mit einem Add-on. Mit einem Add-on, ja, gut. Micky, dazu musst du wissen, dass ich hatte jetzt schon mehrere Male Hunde und die haben immer den Tim getötet. Ja, weil du mir aus Versehen... Du hast mich geschlagen. In meine Schaufel gerannt bist. Aus Versehen, ja, ist klar. Das war so, ich war gerade am Abbauen und er rennt rein. Das hat man. Haben wir gehabt. Auf Video. Ja, diese Tour dann, in den Schafen sollten wir echt so weit machen, sobald es Tag ist. Ja. Ist hier jetzt gerade Nacht? Ist gerade Nacht, ja. Richtig, das wo bin ich gerade? Ach da. Okay. Nils? Kannst du hier weiter runterbauen unter Iris? Ja. Bei deinem Haus jetzt, oder? Nee, wo du dich schon runtergebaut. Wo bist du? Da. Wie jetzt? Ach so, das war nur mein Keller. Hilf mir mal, hier oben alles zuzumachen. Die Decke. Ja. Achso, das hier, das war glaube ich nur sowas so. Für Stein oder so. Jetzt müssen wir um die Decke hier zumachen. Du kannst ja auf anderen Seite anfangen. Wie kann man nochmal Holzkohle machen? Holz verbrennen, du brauchst einmal Kohle, brauchst du. Ja, das Problem ist, wir haben keine Kohle. Oh. Ah, verdammt. Direkt neben dem Berg ist eine Schlucht, da können wir mal reingehen. Ja, aber vorher würde ich schon ein paar Eisensachen haben wollen. Hilf dir ein bisschen mit, okay, Diego? Brauch ein paar Steine. Vielleicht finden wir hier auch Kohle. Ja, die brauche ich auch gleich. Aber ich denke mal, ich werde einen Keller bei mir bauen. Ja, ich auch, aber ich brauche, um meinen Keller zu bauen, Licht. Ja, und dafür brauchen wir Kohle, stimmt. Richtig. Da hast du recht. Hat dir gerade jemand das Licht ausgemacht? Ja, ich hab gerade Leitung. Was? Licht ausgemacht? Wo? Wie? Ja, wir sind hier gerade unter Tage am Arbeiten, dann sowas hier. Dann hast du gerade das hier abgeholzt? Ja, ich mach da jetzt Leitern hin. Okay, Leiter ist auch geil. Ich hab ein bisschen Kohle gefunden. Oh, das ist gut. Ja, am besten direkt in den Ofen tun. Ey, wie macht man ein Baumhaus? Gar keine Ahnung. Fantasie. Bau wie du willst. Jetzt googelt ihr nebenbei, wie macht man einen Baum auf bei Minecraft. Sonst so, erzählt mal was, Baumhaus. Ich meine, der Gronkh redet sowas von viel. Ja, der erzählt aber auch mal private Sachen. Ich denke, wir bauen einfach mal. Ja. Ja, ich hab eine bessere Schnitte. Also, danke. Scheiße, ist ein Enderman, passt auf. Ja, ich hör den auch die ganze Zeit schon. Heftig, ey. Angst. Hab ich. Heftig, ey. Gerade mit dem Mix die ganze Zeit unter Tage. Boah. Ist hier so lange Nacht? Der macht nichts, solange du nicht angreifst. Bis du ihn nicht anguckst. Ja. Ey, du hast Kohle gefunden, ne? Jo. Hier ist ein Monster. Hier ist ein Enderman, nicht angucken. Nicht direkt. Ein Slenderman. Nicht Enderman. Ohne SL. Tietje, du kennst das ja schon mit dem Enderman oder Slenderman. Wow.
Wir haben richtig viel Kohle gefunden gerade. Das ist gut. Seid ihr denn? Ich will auch. Wir alle in den Ofen am besten. Haben wir nicht. Doch, wir haben Ofen. Die steht der. Dennis hat die alle sich geschnappt. Ach so. Ja, was machen wir jetzt? Behalten wir die Aufnahmen dann? Jetzt sind wir wieder da. Ich hatte gerade einen Reconnect, deswegen bin ich gerade vom Server runtergefallen. Wir schneiden das zusammen. Ja. Genau. Das habe ich jetzt auch vorgehabt. Hast du denn die Aufnahme noch? Ja, klar. Hey! Scheiße! Der Punger! Und dann mache ich jetzt hier einfach mal weiter. Beim Feld ist, glaube ich, total viel reifes Weizen. Ja. Wer greift gerade einen Enderman an? Kann ich Weizen einfach so essen? Nein, das musst du zu Brot machen. Ist der noch da? Er ist weg. Gut. Zwei nebeneinander. Sitzen nebeneinander? Gut. Hi. So. Ja, Tim, ich gebe dir mal kurz was. Drei nebeneinander, Tim. Hier ist viel zu viel Akazie. Ich brauche anderes eigentlich. Tim. Da ist Nils? Ja. Hast du eine Axt? Ne, ich hab nur ein Schwert, aber ich kann eben schnell eine Axt machen. Mach dir mal schnell eine Axt, wir gehen runter. Ja. Wir holen uns noch ein bisschen Eiche. Wir hatten den Scheiß hier hingestellt. Ich glaub schon. Mein Scheiß. So. Steht jetzt einmal die Kiste hier draußen, Nils. Da ist drin... noch eine Axt, mal, hast du gerade gesagt. Hier drin ist doch eine. Ja, ich mache das lieber selber. Okay. Ich glaube, irgendwie was dazulernen, ein bisschen was bei dem Spiel, weißt du? Aha. Karlsens Setzling, wo habe ich das denn her? Wollte ich doch gar nicht. Die hast du aufgesammelt wahrscheinlich. Aha. Mach mal das Feld. Weil wir ja hier draußen gerade noch Akazien. Plätten. Die fallen hier so nach und nach runter. Ja. Ich hab 30 Kohle in die Truhe neben die Öfen getan. Das ist schön. Danke, Miki. Teil die mal in den Öfen, ja. So, weiter werde ich jetzt, wenn wir es jetzt hier nicht machen. Oh, hier oben ist es so schön. Also ich baue wirklich ein schönes Baumhaus. So, schön. Ich kümmere mich mal gerade um Rote, ja? Dass wir da genügend haben. Tja, wo setzen wir jetzt den Wald hin? Was für ein Wald, Junge? Na, den Wald. So ein kleines Wäldchen, so ein paar Bäumchen. Auf unserem Hügel hier. Ja, ja. Ja, viel Platz ist da nicht mehr, ja. Nee, nicht wirklich. Alter, den hab ich doch gerade erst gesetzt. Zack, ist der oben. 20 Minuten sind gleich rum. Ja, wir gucken, dass wir die 20 Minuten Folgen einhalten. Das ist dann gut. Hast du eine Hacke bei? Oh, da sind noch Samen drinne im Fluss. Ach so, ich habe auch noch ganz viel. Sehe ich gerade. Nee, eine Hacke habe ich leider noch nicht dabei. Miki, sollen wir gleich mal in der nächsten Folge vielleicht auf eine kleine Höhlentour gehen? Ich hab in der Schlucht die Sachen. Ja, ach so, komm. Ich fuhr nur die Sachen an der Seite. Ja, okay. Wir können dann ja später ein bisschen Eisen und Kohle holen. So. Hast du noch welche? Nee, ne? Die liegen oben in der Kiste. Doch, warte, ich hab noch welche. Ja, ich hab auch noch ganz viele. Das hat mich nur gewundert. Hey, wer noch ein bisschen Akazienholz braucht, in der Truhe neben den Öfen steht ein bisschen was. So, ich mache jetzt gerade meine Hacke fertig. Ja.
Kann ich auch eben machen. Kannst du auch machen. Ein bisschen fertig. Nee, kannst du auch machen jetzt. Ich bin auch aber ich würde gerne machen. Egal, ich pack's einfach in die Kiste. Bist du schon fertig? Ja. Ach so, oh, schade. Mach ruhig, mach ruhig. Wir können Hacken halten ja nicht so lange, sag ich mal, ne? Ich habe jetzt auch nur Holzhacken gemacht. Die packen wir dann einfach in eine Truhe zu den Werkzeugen mit. Da meine ich ja Holzhacken. Ja. User joined your channel. Marc? Ja. Hi. Ist der Marc mit in der nächsten Folge dabei? Weil ja, dann können wir eigentlich jetzt auch schon beenden. Es sind nach 20 Minuten. Nach 20 Minuten immer genau beenden? Na, 18. So. Oder würdet ihr sagen, dass wir jetzt die Folge beenden sollen? Ja, oder wir haben die letzten schon sehr lang gemacht, glaube ich. Na gut, dann beenden wir die Folge jetzt, dann kann ab der nächsten Folge der Marc mit dabei sein. Genau. Okay, dann, der Miklas hat begonnen. Der Miklas darf auch beenden. Ja, alles voll am Brennen, ey. Was brennt denn da alles? Ich glaub, oh. Ich glaub, er hat's gar nicht mitbekommen. Einfach verabschieden. Jo, dann bis zum nächsten Mal und ja, noch einen schönen Tag. Danke dir. Mach's gut. Tschö. Ciao.